Es soll darum gehen, die Wurzel aus 4a Quadrat zu ziehen. Allerdings ist das a auch, kann auch negativ sein. Also das heißt, wir haben Wurzel 4a Quadrat gezogen. Erstmal mit der Technik des teilweisen Wurzelziehens, indem wir Primfaktorzerlegungen gemacht haben. Ja, und dann haben wir rausgekriegt gleich 2 mal a. Aber wie gesagt, das a kann auch negativ sein. Und wir setzen jetzt mal für das a gleich minus 1 ein in diese Gleichung. Was steht denn da? Ja? Wenn das dann Wurzel 2 mal 2 macht. Nee, hier erstmal. Hier. 4 minus a. Klammer in Klammer. Minus 4a hoch 2. Das will ich so nicht haben. Das ist nicht falsch, aber da ist nichts passiert. Ja? Minus 1 hoch 2? Genau das. Das ist 4 mal minus 1 hoch 2. So, und jetzt rechnen wir mal 4 mal minus 1 hoch 2. Das kann man also zum einen mit der Primfaktorzerlegung rechnen. Jetzt habe ich mal Primfaktor zerlegt, das ist ja sicher nicht falsch. Auf der anderen Seite können wir aber 4 mal minus 1 hoch 2 auch anders rechnen. Was ist denn 4 mal minus 1 hoch 2, ohne da teilweise Wurzeln rauszuziehen? Was kommt da raus, ja? Also, was ist minus 1 hoch 2? 1. Und damit 4 mal 1, da steht Wurzel 4. Was ist Wurzel 4? Ja? 2. So, und es muss 2 rauskommen. Hier steht jetzt 2a. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann steht hier ja eigentlich 2 mal minus 1. Aber minus 1 kann es nicht sein, es muss 2 rauskommen. Also eigentlich muss hier jetzt stehen 2 mal 1. Und nicht minus 1. Wie mache ich denn jetzt aus der minus 1 die 1? Ja? Mal minus 1. Das ist eine Möglichkeit, aber ich darf nicht einfach hier eingreifen von außen bei der Rechnung. Der Schritt von hier nach hier ist falsch, der darf so nicht stehen. Wie mache ich aus der minus 1 eine 1? Haben wir vorhin gemacht? Wie macht man aus der minus 1 eine 1? Haben wir vorhin gemacht, vor 5 Minuten. Wie haben wir das gemacht? Ja? Fast. Mit dem Betrag. Das heißt, hier muss ein Betrag stehen. Sonst ist es falsch. Also hier muss Betrag stehen und damit stimmt's. Das heißt, wenn ich hier eine Variable, wenn ich eine Variable unter einer Wurzel rausholen will, dann muss ich Beträge schreiben. Das haben wir vorhin gemacht. Wir haben nämlich Wurzel x² festgestellt. Das war nicht x, sondern das war Betrag x. Also ist Wurzel a², das ist nicht a, sondern Betrag a. Wenn das a eben auch negativ sein darf. Das ist, wie gesagt, das ist schon verschärft, das Ganze. Also das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Das steht in der Regel aber dann immer dran. Deswegen steht bei den meisten Aufgaben, sei a größer 0 dran oder x größer 0. Dann ist es unproblematisch, dann muss ich hier keinen Betrag schreiben. Aber wenn das nicht dran steht, dann muss er theoretisch stehen. Ja. Ich habe jetzt nicht verstanden, wie das die Striche sind. Wer welche? Diese Striche? Die heißen Betrag. Das war Betrag macht alle Minuszeichen positiv. Das haben wir vorhin gesagt. Ein Betrag macht alle Minuszeichen positiv. Und das sind solche Striche, die haben den Namen Betragsstriche. Und x, Wurzel x Quadrat ist eben Betrag x und eben nicht x, wenn wir negative Variablen zulassen. Also wie gesagt, für die Katastrophe, wer sagt, oh Gott, Grundkurs.